Hin und wieder brachte Frank auch abends Gäste mit nach Hause. Meistens waren es Araber, mit denen er im Zoll zu tun hatte. Einer von ihnen war Ali, ein Jordanier, der in Hamburg studiert hatte und fließend Deutsch sprach. Ein schlanker, bildhübscher Mann mit dunklen Augen und makellosen Zähnen. Anfang 30. Obwohl die Männer alle muslimischen Glaubens waren, sprachen sie fleißig unseren selbstgemachten alkoholischen Getränken zu. Es war seltsam für mich, mit anzusehen, wie die Männer, wenn sie genug getrunken hatten, sich an den Händen fassten und miteinander zu einem mit Batterie betriebenen Kassettenrekorder tanzten und sangen. In Deutschland hatte ich arabische Musik als komisch empfunden, aber je länger ich im Orient lebte, desto mehr gefielen mir die eigentümlichen Klänge. Ich bekam ein Gefühl für die Musik. Aber an den Abenden mit den Männern saß ich nur dabei. Im Grunde genommen war ich gar nicht anwesend. Außer Frank schenkte mir keiner auch nur ein bisschen Beachtung. Selbst Ali, der sich mit seiner europäischen Bildung brüstete, übersah mich. Ich hatte mir fest vorgenommen, das Kind im Camp zur Welt zu bringen. Und darum machte ich mich eines Tages auf den Weg zur Krankenstation. Der Arzt, ein gut aussehender Hühne, begrüßte mich euphorisch. Im Hintergrund hantierte ein dunkelhäutiger junger Mann, sein Assistent. Ich beobachte, wie sie jeden Tag auf die Düne klettern und bewundere ihre Beweglichkeit, lachte er und streckte mir beide Hände entgegen. Wissen Sie eigentlich, dass Sie mit Ihren dunklen Augen und der braunen Haut fast wie eine Araberin aussehen? Nachdem er mich abgehorcht hatte, schaute ich ihn fragend an. Mehr kann ich nicht für Sie tun, erklärte er und zuckte die Achseln. Ich bin schließlich Chirurg und kein praktischer Arzt. Allerdings einen Kaiserschnitt werde ich noch hinbekommen. Aber er lehnte kategorisch meinen Wunsch ab, unser Kind hier zu entbinden. Kommen Sie trotzdem jeden Tag zu mir, sagte er. Und obwohl er mir ja eigentlich keine große ärztliche Unterstützung anbieten konnte, ging ich am nächsten Vormittag wieder in das kleine Hospital am Ende der Düne. Diesmal verhielt der Arzt sich ganz anders als am Vortag. Er wirkte völlig niedergeschlagen und wiederholte haarklein die gleichen Geschichten von gestern, dass er an Kriegsschauplätzen in Lazaretten gearbeitet hatte und zeigte mir mit zittrigen Händen Knoten, die er zum Vernähen von Wunden brauchte. Mittags beim Essen klärte Frank mich auf und sagte, der Mann ist drogenabhängig. Aber was er genau nimmt, wissen wir nicht. Er soll mal ein erstklassiger Chirurg gewesen sein, aber er konnte seine Arbeit schließlich nur noch mit Medikamenten bewältigen. Der Umgang mit den unzähligen Verletzten, die er immer wieder zusammenflicken musste, hat ihn fertig gemacht. Inzwischen war bei meinen täglichen Besuchen die Abhängigkeit des Arztes nicht mehr zu übersehen. Mal war der am siebten Himmel und dann wieder am Boden zerstört. Einmal, als es ihm wirklich sehr schlecht ging, murmelte er beim Verabschieden etwas von einem falsch ausgestellten Totenschein und dass er kein guter Arzt sei. Aber da er oft so sehr verwirrt war, habe ich mich nicht darüber gewundert. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.